die ultimative Action. Tier gegen Tier. Oder etwa doch Mensch gegen Mensch oder Alien? Oder noch viel besser, Dragon Ball Z, meine Freunde. Dragon Ball Z. Ja, oder Dragon Ball Z, je nachdem, wie man es nennen will. Ich nenne es einfach Dragon Ball Z. Ein richtig geiler Hack. Man nennt es Hack. Das ist eine veränderte ROM. Für der Pokémon Feuerrot Edition. Natürlich jetzt hier auf Englisch die Fire Red Edition. Heißt selbst Dragon Ball Z Team Training. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es im Titel nennen würde. Auf jeden Fall ist es irgend sowas Pokémon Dragon Ball Z, bla bla bla. Und ja, ich bin ultra gehypt. Nimmt's mir nicht übel, dass am unteren Rand so ein paar Füße zu sehen sind. Das sind, ey, aufhören. Und ich hoffe, ihr hört meine Tastatur nicht so sehr. Ich würde ab und zu gerne mal ein bisschen drauf mashen. Denn das lässt sich nur mit Tastatur hier spielen. Was wollte ich sagen? Ja, machen wir doch schon mal Start. Ups, jetzt muss ich Eingabe drücken. Blablabla, das M1M Circuit Board. So, jetzt erklärt ihr mir ein paar Controls. Dürft ihr euch gerne durchlesen. Ich brauche die aber nicht, weil ich die auswendig weiß. So, das ist jetzt noch eigentlich die Pokémon-Vorschau-Dings da, aber es wird sich gleich vieles ändern. Nur um es noch kurz zu sagen, hier ist unsere Aufgabe, uns Teams aus Dragon Ball Z-Charakteren zusammenzustellen. Was sehr interessant wird, wo ihr auch in den Kommentaren schreiben könnt, es kommen übrigens auch Dragon Ball-Charaktere vor, ob Dragon Ball GT-Charaktere vorkommen, weiß ich nicht. Ihr könnt mir aber in den Kommentaren schreiben, welche Person ihr denn gerne im Team hättet. Ja, das dürft ihr mir in den Kommentaren schreiben. Ich nehme das jetzt hier gerade als Comeback-Projekt. Einfach nur, weil es was vollkommen anderes ist, als ich sonst mache. Und weil ich etwas Neues brauche, was mich einfach vollkommen momentan beschäftigt, ablenkt, etc. Also, ja, egal. Deal with it, würde ich sagen. Wer sehen will, kann sehen. Dragon Ball Z Action mit dem Zuckerrohr. Das kann doch bloß gut werden. So. Okay, aber jetzt. Gleich beginnt die Mod. Und zwar ab jetzt. Hier haben wir erstmal Dr. Breeze. Hallo da, schön dich zu treffen. Willkommen in der Welt der Kämpfer. Ihr seht schon, anstatt Pokémon Kämpfer. Mein Name ist Brief. Die Leute nennen mich oft den großen Wissenschaftler. You don't say. This world. Diese Welt wird von diese Welt wird halt von Kämpfern belebt. Hier hat dann Cyberman rausgelassen. Die Menschen benutzen diese Fighters normalerweise, um damit zu, wer hätte es gedacht, kämpfen. As for myself, er hat dort auch die Kapseltechnologie studiert, mit der man Kämpfer einfangen kann und auch rauslassen kann, also ganz interessant. Are you a boy or a girl? Natürlich ein Boy, ein fresher Boy sind wir. Was ist mein Name? Mein Name ist... Passt hier Zuckerrohr rein? Egal, ich mach bloß Großbuchstaben. Auf was habe ich nochmal Select gesetzt? Ach, hier drauf, okay. Okay, gut. Es ist ein bisschen her, dass ich das jetzt mal das hier benutzt habe. Also nimmt's mir nicht übel. Zucker hört sich doof an. Wie nennen wir uns denn? Nennen wir uns einfach Jack. Jack der Kampftrainer. Das hört sich irgendwie. Kämpfertrainer, das hört sich irgendwie blöd an. Egal. So, ich hoffe, man hört die, dass da nur nicht zu laut ist, halt nur eine mechanische. Außerdem muss ich mal mein Mikrofon in einen anderen Slot umstecken. Zu einem Power-Slot. What is his name? Natürlich, der Name meines Rivalens ist niemand Geringeres als der liebe Neptun-LP. Und das kann das hier doch gar nicht laufen. Wo ist das T da? Okay, wir nennen ihn bloß Neptun, das LP passt leider nicht hin. Damit begehe ich wenigstens keine Copyright-Verletzung. Was ist Neptun? Ja, das war's, mein Lieber. Das ist richtig, ich erinnere mich jetzt. Sein Name ist Neptun. Und was ihr jetzt gehört habt, war eine doofe Angewohnheit von mir. Ich habe außerdem die Leertaste gedrückt und damit spule ich. Jack, du wirst jetzt deine Legende schreiben. Eine Welt voller Kämpfe und Abenteuer erwartet dich. Los geht's. Yay. Ich freue mich so sehr. Erstmal zocken.
Ja, ich spiele mir das Super Nintendo. Okay, es ist Zeit zu gehen. Aber ich will noch nicht gehen. Erst noch an dem PC. Was du? Mailbox. Oh, ich habe keine Mail. Ich bin voll unbeliebt, Alter. Item Storage. Was habe ich denn hier eingelagert? Ein Onigiri. Das ist so eine Reiswaffe, glaube ich. Also wo in der Mitte normalerweise so dieser Seetang oder wie man das ist. Wie man das nennt ist. Und da ist mal ein Reis drauf. Genau, a Nutritious Rice Ball. Erosive AP of one fighter by 20 points. Das nehmen wir uns gleich mal mit. Können wir garantiert gebrauchen. So. Und ich denke, ich muss nicht so viel über den Anfang von Pokémon Feuerrot sagen, denn wer sich das hier anguckt, wird sowieso gezockt haben wie viele andere. Mit unserer Mutter brauchen wir auch gar nicht reden, also ganz ehrlich. Das hat noch nie was gebracht, mit den Eltern über etwas zu reden. Und auch zum Labor zu gehen oder so. Nee, nee, nee. Kein Grund. Wir gehen direkt in die Freiwelt. Hey, warte! Geh da nicht hoch! Wer spricht da mit mir? Oh mein Gott, das ist Professor Breeves. Es ist nicht sicher. Kämpfer wandern da drin herum. Du brauchst selbst einen Kämpfer, bevor du da, dass du das sicher durchkommst. Komm mit mir. Okay. Okay, okay, gut. Also ich... Wir sind hier nur mal ein 10-jähriger Junge und ich werde von einem alten Mann einfach mitgenommen, ohne meinen Willen. Okay, gut, ja, seems legit. Ah, da ist Neptun. Neptun, Großvater, ich hab's jetzt satt zu warten. Neptun, lass mal nachdenken, wer bist du eigentlich? Ah, das ist ja richtig. Ich hab dir gesagt, dass du hierher kommen sollst. Warte noch ein bisschen, gleich bin ich fertig, mein kleiner... Also, wirklich, Herr Breeze. Hier, Jack. Das sind drei Kämpfer. Naja. Diese Kämpfer sind innerhalb der Kapseln. Als ich jung war, war ich auch ein harter Kämpfertrainer. Aber jetzt, in meinem alten Zeitalter, habe ich nur noch diese drei übrig. Und knackige kleine Kinder anscheinend. Aber da bin ich mir jetzt bei ihm nicht ganz so sicher. You can have one. Go on, choose. Neptun. Aber wie immer halt Neptuner. Hey, Großvater, nein, nicht fair. Ich war zuerst da. Was ist mit mir? Breeze möchte eigentlich, dass er nur wartet und ja, jetzt soll ich schauen. Und was haben wir denn für drei Kämpfer am Anfang? Son Goku. Oh, nee. Son Gohan, was übrigens mein Lieblingscharakter der Serie ist. Und Vegeta, dem Prinz der Saiyajins. Für das Let's Play jetzt hier habe ich mich entschlossen, Vegeta zu nehmen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen livestreamen, indem ich auch mal mit Son Gohan spiele. Mal schauen, einfach nur um die Evolution zu sehen. Aber hier nehmen wir Vegeta, denn Vegeta mag ich eigentlich auch sehr gern. Sehr gerne. Sehr schön, jetzt haben wir Vegeta erhalten. Und, nö, Vegeta braucht kein Nickname. Das Geilste ist, mein Rivale, man nimmt sich immer das rivalisierende Pokémon. Und das ist nicht Goku, sondern Gohan. Sehr interessant. Jo, okay, gut, gut, gut. Ich habe meinen Kämpfer, ich wollte sowieso ins Gras. Also tschüss, Doktor, ich hau ab. Warte, Jack, kämpfe mit mir und meinen Kämpfern. Come on, ich werde dich jetzt niedermachen. Ach, Neptun, komm schon. Ich habe für so einen Mist jetzt gerade eben gar keine Zeit. Ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich tun. Dein Rivale Neptun würde gerne battlen. Der Rivale Neptun benutzt Son Gohan. Oh, los, Vegeta. Ja, ja. For Pete's sake. Sehr schön. Ja, ja, der will uns jetzt sagen, wie wir kämpfen, aber ganz ehrlich. Ich kann das, ich kann das. Ich wünschte, man könnte das Tutorial auch am Anfang ausschalten. Ja, 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 ich weiß, dass ich mehr aus der Experience lerne. Lass ich machen, so. Und momentan besitzt ihr nur Punch und Power Up. Power Up ist wahrscheinlich genauso wie Aufpumpen halt im Pokémon. Deswegen nehmen wir Punch. Und schlagen Son Gohan zu Brei. Ja, Dr. Breeze, wir haben es schon bereits erfasst. Gohan, use Guard. Dadurch wird das seine Verteidigung steigern, denke ich mal. Na gut, Gohan, dann kriegst du noch einen Schlag von mir in dein Gesicht. Oh, der hat gesessen. Oh, jetzt schlägt Gohan zurück. Wer von uns beiden wird diesen Schlagabtausch gewinnen? Nur ein Punch. Übrigens, dass er beim ersten den Guard benutzt, ist, glaube ich, vom Spiel so einprogrammiert. Also allgemein bei Pokémon, dass man den Anfangskampf eigentlich gar nicht verlieren kann, weil die eigentlich gleich gut sind am Anfang, die Pokémon. Und unser Vegeta hat Level 6 erreicht. Ist das nicht super? Gut, ich habe Neptun besiegt. Er hat den falschen Kämpfer genommen. Naja,
Ja, Brief. Das, ich weiß, es ist exzellent. Das ist halt von mir, ne? Okay. Ja, ich tue ja schon andere Kämpfer besiegen und meine Feig das Stab mal. Okay, sagt Neptun. Ich werde meine Feig dann battlen lassen, um sie abzuleveln. Ich rieche euch später. Okay. Hast du was zu mir zusammen, Professor Brief? Jack, trainiere deinen Kämpfer im Kampf. Mach ihn zum stärksten Krieger. Ja, das ist mein Ziel. Gut. Ich denke, wir werden jetzt noch nicht die Karte erhalten, wie im standardmäßigen Pokémon. Ich habe auch mal die Pokémon ohne die Karte durchgespielt, einfach nur, weil ich sie nie bekommen habe. Daisy, Jack, ich habe gehört, du hattest einen Kampf gegen Neptun. Ich wünschte, ich hätte das gesehen. Natürlich, Daisy, das hätte jeder gerne gesehen. Ich habe Neptun platt gemacht, er hatte keine Chance. Und wer bist du? Lo, schau, schau. Sie hat das kopiert, was auf einem dieser Trainertipps Zeichen steht. Trainertipps. Press Start to open the menu. Das tun wir doch auch gleich mal. Schauen wir doch mal nach, was wir an Feigter haben. Wir haben Vegeta, der wie ein Verrückter rumhüpft. Immer nur am Trainieren, halt diese Saiyajins, ne? Und schauen wir uns mal an. Vegeta. Type Fight. Brave Nature. Met in Mount Pausu. Mit Level 5. Okay. Ability Battle Armor. Er kann keine kritischen Treffer bekommen. Sehr interessant. Haben wir schon... Nein, wir haben keinen Pokédex. Bekommen wir den nicht gleich am Anfang oder bekommen wir den erst später, wenn wir ihn das Paket gebracht haben? Können wir mal schauen, ob wir uns den nehmen können. Ich denke eher nicht. Es ist ein Hightech-Device. Sieht auf jeden Fall so aus. Es schaut nützlich aus. Ja, super, aber bringt uns halt nichts, solange wir nicht nehmen dürfen. Weißt du, eigentlich sollten wir hingehen und uns einfach noch so einen Goku nehmen und ein Team aus Vegeta und so einen Goku. Der Einzige, der damit standhalten kann, ist halt einfach mal Ultimate Gohan. Aber der ist halt hier. So, und jetzt laufen wir durchs Gras und können auch mit Leuten reden. Hey du, rede mit mir. Hi, ich kämpfe im Markt, genau. Ich arbeite im Markt. Ja, es ist, du gehörst zu einer Kette, bla bla bla, gib mir das gratis Item. Danke, dass du mir ein Onigari gegeben hast. Es resembelt hier den Trank, würde ich mal sagen. Und wir werden angegriffen. Und wen treffen wir? Wen treffen wir? Es ist ein... Oh mein Gott. Der Bärendieb aus Dragon Ball. Interessant. Los, Vegeta. Seine Vegeta. Der Bärendieb... Cuts Vegeta's Attack. Okay, krass. Vegeta hat Angst vor ihm, aber Vegeta setzt einfach mal seinen Schlag ein und macht ihn schon gut platt. Der benutzt Blade gegen mich? Das ist ja böse. Los, Vegeta, Schlag! Nein, nicht Blade. Nein, da hat eine Beere dabei gehabt und sein Leben zu restauren. Los, jetzt, Vegeta, mach ihn da platt. Auf geht's. Nein, Bären, die benutzt wieder Blade. Los, Vegeta, Punch! Wehe dem, da hat noch eine Beere dabei, dann. Dann mache ich wegen dem Bären da aus. Also, es. Ja, meine Witze sind auch immer noch so gut wie früher, Leute. Er ist tot und wir kriegen ein paar XP, sind fast Level 7. Sind aber auch schon fast am Ende unserer Reise hier angelangt. Was kannst du mir sagen? Achso, er sagt mir, dass ich über diese Dinger hier unten drüber jumpen kann. Oh. Ein Cyberman. Finde ich ja auch interessant. Sollte es etwa Raupi reset? Also, sollte er einfach Raupi darstellen? Keine Ahnung. Erstmal tut Vegeta ihn zusammenschlagen. Cyberman war noch nie ein Problem für Vegeta. So, Vegeta, töte ihn. Finaler Schlag. Yes. Und Vegeta bekommt jetzt garantiert Level 7. Sehr schön. Vegeta ist Level 7 geworden. So hat man es doch gern bei seinen Kämpfern. Muss ich voll zusammenreißen, dass ich nicht Pokémon sag. Oh, und noch ein Kampf zum Ende. Ist es wieder der Bärendieb? Nein, ein Cyberman Level 3. Gut, den sollte Vegeta noch platt bekommen. Was ist Vegeta? Setz Schlag ein. Sehr gut. Der setzt wieder mal leer ein. Okay. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch überhaupt gar kein Attack-Ding bekommen. Wer weiß. So, gut. Und Vegeta hat den Cyberman niedergeschlagen. So ist es doch schön.
wie gesagt, schreibt mir doch in den Kommentaren bitte, welche Kämpfe ihr gerne sehen wollt in meinem Team. Es sind ja schließlich alle möglich aus Dragon Ball Z, alle Charaktere, denke ich zumindest. Ich weiß noch nicht, wie weit diese ROM ist. Ich weiß auch nicht, wie lange ich es spielen werde, ob ich versuchen werde, die Top 4, Top 5 zu besiegen. Keine Ahnung, wie sie nochmal heißen. Es ist so lange her, seitdem ich das letzte Mal Pokémon gespielt habe. Auf jeden Fall werde ich versuchen, mir wenigstens ein paar Orden zu sammeln und mal ein bisschen diese ROM zeigen und Spaß dabei haben. Ja, ich weiß, du willst mich bald wiedersehen. Und weiter geht's. Nimm's nicht übel, dass ich nicht alle Texte vorlesen werde, aber es... Ich denke irgendwo so verständlich, dass ich nicht so ganz damit... Ja, ständig das Englisch zu übersetzen ist auch, nervig. Hey, kommst du vom Mount Po zu? Du kennst Dr. Brief, richtig? Es kam gerade seine Bestellung rein. Kannst du es ihm bringen? Okay, ja, gut, ja, klar. Gib mir einfach das Paket. Einen Fremden, der einfach von Mount Power so kommt, ist ja egal. Und denke, er bringt ihm das Paket sicher, ohne dass irgendetwas passieren könnte, ja. Diese Leute sind echt absolut... Oh. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht wegen der Pokémon-Musik irgendwie Copyright-Probleme bekomme auf YouTube. Aber wenn es ist, dann bekommt ja sowieso Nintendo eigentlich seine Anteile oder so ähnlich. Also ich verdiene ja eh kein Geld mit YouTube, also sollte es schon passen, denke ich. Wenn ich so Nintendo monetarisiere oder sowas, was weiß ich. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Spaß und können uns ein bisschen durch dieses Game schlagen. Wie schon gesagt, ich werde es auch mal streamen und da werde ich dann entweder Gohan oder Son Goku als Anfangscharakter nehmen. Je nachdem, wie dann natürlich die Stream-Zuschauer das sagen. Aber ja, gerade eben habe ich mir gedacht, das Vegeta ganz cool. Ist das Problem bei Let's Play, ihr könnt nicht aktiv am Anfang mit entscheiden. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag eine Folge aufnehme, sondern wahrscheinlich immer wieder so ein paar Folgen und dann irgendwann später wieder ein paar Folgen. Ich kann auch nicht sagen, dass regelmäßig Videos kommen werden hierzu oder allgemein regelmäßig Videos auf meinem Kanal. Ich meine, ihr seid es ja gewohnt. Ich habe zurzeit wirklich viel Stress und ja, werden wir schon mal sehen, wie es klappt. Cyberman Fainted, 23 XP, Level 8. So schnell wird unser Vegeta Crew. Oh mein Gott, wir haben die Garrigan oder auf Englisch oder Deutsch die Galligan bekommen. Sehr gut. Eine sehr starke Energieattacke. Ich glaube, das müsste hier auch Typ Feuer sein, diese Attacke. Was ist denn eigentlich Vegeta nochmal genau für ein Typ? Ein Kämpfertyp, okay. Genau, die Galligan ist der Feuertyp. So, und auf geht's. Geben wir doch mal Dr. Brief sein Paket. Oh, check. Wie geht's, meinen alten Kämpfer? Oh, es scheint, dass er aber schon stärker geworden ist. Du musst wirklich talentiert sein als ein Kämpfertrainer. Natürlich, hallo, ich bin Zuckerrohr, ich kann das. Oh, was hast du denn da für mich? Und ich gebe ihm ein Parcel. Was ein Parcel ist, habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare, was das ist. Ah, es ist die Custom Capsule. I had it on order, thank you. Okay, Opa von Neptun. Was hat der Neptun schon wieder? Für was hast du mich eigentlich hergerufen? Oh, ach ja, ich hatte ein Request an euch beide. Ah ja, die Scouter, genau. Damit sollen wir wahrscheinlich, ich sag's einfach so, wie es ist. Wir sollen damit Daten über die ganzen Kämpfer sammeln. Mit unseren Scoutern. Das mache ich doch gerne. You can't get detailed data on fighters by just seeing them. You must catch them to obtain complete data. Also wir müssen sie fangen, um die kompletten Daten über ihn zu bekommen. So, irgendjemand hier unten müsste uns doch dann gleich eigentlich auch noch, wenn ich es richtig erinnere, habe, Pokébälle geben oder hier Kapseln. Okay. Natürlich, natürlich. Der will uns jetzt sagen, wie wir Pokémon fangen, aber... Oder er sagt, die Kämpfer fangen. Aber das wissen wir doch alle, Okay, Neptun. Alright, Grams. Leave it all to me. Ja, ja, Neptun. Oh, das sagt er gerade, dass ich dafür nicht notwendig bin. Ah ja. Gut. Er wird sich von seiner Schwester eine Karte holen. Sagt ihr, dass wir uns keine holen dürfen. Wisst ihr was? Wir gehen einfach hin, verführen seine Schwester und holen uns eine Karte. So sieht's aus. I'm a Dr. Prefiled. Okay, ich dachte, wir kriegen hier Pocketbälle. Müssten wir nicht. Oh, das ist der Scouter. Gib mir doch einfach nur den Numerial Mode.
ein wildes Vegeta. Er ist der Prinz aller Saiyajin. Sein Planet wurde zerstört, aber sein Ziel ist es, der stinkendste Kämpfer zu bekommen, der stärkste Kämpfer zu werden, okay. Okay, Area Unknown. Gut zu wissen. Was ich jetzt so schauen wollte ist, haben wir Pokébälle bekommen? Okay, wir haben 5 Pokébälle bekommen. Rein theoretisch könnten wir uns dadurch einen Cyberman fangen, aber... Weil das ist das Einzige, was ich mir momentan als Teammitglied vorstellen könnte, so dieser Raupi-Ersatz eigentlich. Und wir könnten dann unseren Spaß draus machen, ihn immer in die Luft fliegen zu lassen. Ja, ja, komm, gib mir die Karte. Dankeschön. Vielen Dank, Daisy, für die Karte. Was soll ich sagen? Aber ich denke, ich weiß schon, was das nächste Pokémon sein wird, denn ich bin ein bisschen gespoilert, ein kleines bisschen. Und zwar nördlich im Wald wird uns auf jeden Fall ein ganz besonderer Gefährte erwarten, den ich sehr mag. Das ist einer meiner Lieblingskämpfer mit in Dragon Ball Z. Ich liebe nämlich Son Gohan, vor allen Dingen Ultimate Gohan liebe ich. Ich mag auch noch sehr Piccolo. Und ja, der uns dort erwartet, wird Piccolo sein. Und tut mir leid, als gehe ich anders, als dass Piccolo ein Mitglied meines Teams wird. Und Alter, unsere Galligan macht ihn einfach platt, den Bärendieb. 23 XP, das ist doch schon mal gut. Dann kommen wir vielleicht bald auf Level 9. Aber ganz ehrlich, den Bärendieb und den Cyberman will niemand haben. Das sind beides Frühcharaktere. Der Bärendieb müsste eigentlich sogar noch aus Dragon Ball sein. Der Cyberman ist vom Anfang von Dragon Ball Z mit einer Kampfkraft von 1000. Also echt lächerlich. Der widersteht ja nicht immer einer Galligan. Wahrscheinlich ist er auch noch sehr effektiv. Anscheinend. Ist du einfach ein Pflanzentyp? Nee. Wahrscheinlich sind einfach alle Kämpfertypen zum Großteil. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie heißt du nochmal? Ich gar nicht drauf geachtet. Nein, ich brauche keine Trainer-Tipps. Das brauche ich nicht. Ich brauche einen Pokémon-Sender, wo ich meinen armen kleinen WG da drin heilen lassen kann. Und ich sehe schon, wir sind bei 22 Minuten. Und wisst ihr was? I don't even give a shit gerade eben, wie weit wir sind. Ich habe gerade eben Spaß an dieser Folge und werde einfach weiterspielen. Ob sie jetzt heute noch kommt oder morgen kommt, ist mir doch egal. So. Wir werden schon sehen, wie es läuft. Ich könnte jetzt hier natürlich auch noch über andere Themen sprechen, zum Beispiel den Eu-Multiplayer und so, den ich geplant hatte. Aber das sind alles Themen für später. Alles Themen für später. Nicht für dieses Video, nicht für ein Dragon Ball Z-Video. Huch, das ist sichtbar. Das war doch sonst nicht sichtbar. Ein Onigiri. So, jetzt haben wir schon 3 Tränke. Und ich glaube sogar, bin mir aber nicht sicher, dass wir jetzt hier wieder auf Neptun treffen werden. Hier links. Kann mich aber auch täuschen. Route 22. Schauen, auf was wir gestalten wir hier treffen. Hier ist ja normalerweise Habitak und ich glaube Menki. Aber hier ist ein Yamcha. Oh, wie süß. Der Versager von Dragon Ball Z. Also sorry, ich habe sehr viel Team Vorstar gesehen und ich finde Yamcha einfach bloß lächerlich. Dadurch mittlerweile. Er war auch schon davor nicht so ein großer... Ja, nicht so ein großer Favorit von mir, aber... Jetzt ist er echt lächerlich und... Verprügeln wir einfach mal Yamcha. Später werden wir, glaube ich, sowieso mal rumgehen und uns vielleicht alle Trainer... Wobei, nee, das ist eher ein Livestream-Projekt. Alle Kämpfer fangen und weiterentwickeln etc. Das ist ein Livestream-Projekt für mich. Oh, Krillin. Ich muss sagen, Krillin fand ich in der Anfangsphase auch gar nicht mal so schlecht. Also er war relativ cool. Vor allem auch, wie er in Dragon Ball noch am Ende, wie er Piccolo überrascht hat und noch gut mitkämpfen konnte. Natürlich später ist Mensch, hat er überhaupt gar keine Chance mehr und ihm wurde auch das Screentime eigentlich genommen. Er ist immer mehr zum Nebencharakter geworden. Aber ja, dafür kann doch der arme Krillin nichts. So, mal schauen, vielleicht gibt es ja noch einen dritten, den wir sehen könnten. Cyberman. Okay. Naja, nehmen wir mal die Galligan und brutzeln den. Und danach schauen wir noch einmal, ob wir noch irgendjemand Neues finden. Yamcha und Krillin, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht gerade so das Interesse daran, sie zu fangen. Wer weiß, was sonst noch kommt. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch Cell und Freezer und so. Das wären Charaktere, die mich interessieren würden, die ich gerne in meinem Team hätte. Oh, es gibt so viele Dragon Ball Z-Charaktere. Es gibt... Ach Gott. Die Cyborgs, C16. C16 hätte ich eigentlich auch gerne im Team. Oh.
Ich merke schon, also ich werde mich ja wirklich ausleben können. Ah. Das kann was werden. Auf jeden Fall für mich mit Wiederspielwert wahrscheinlich. Und jetzt schauen wir mal nach. Jetzt müsste uns nämlich eigentlich Neptun entgegenkommen. Der garantiert sich schon seinen zweiten Kämpfer gefangen hat. Oh, ich nehme mal kurz einen Schluck. Mir tut mein Hals ein bisschen. Okay. Okay, jetzt geht's mir viel besser. Ja, der erzählt uns gerade, dass wir hier ohne unsere Bänder nicht nach drüben kommen, ohne unsere Orden. Jetzt fragt uns, ob unsere Kämpfer stärker geworden sind. Was heißt denn hier Kämpfer? Wir haben nur einen. Bin ich mal gespannt, wen sich so Neptun alles zusammenfängt. Das interessiert mich sehr. Er hat den Bärendieb. Wirklich? I mean, really? Are you fucking me? Na egal. Galligan. Sollte stark genug sein, um hier was auszurichten, ne? Der setzt jetzt natürlich Schwert ein, das macht 4 Schaden, aber noch eine Galligan überlebt er nicht. Bam. Oder heißt sie eigentlich Galligan? Knoblauchkanon? Garlic Junior? Confirmed? Say what? 105 XP, das heißt wir sind Level 10. Yes, wir gehen da Level 10. Ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich werden die wie die normalen Starter sich auch bei Level 16 entwickeln. Ach, da bin ich schon zu. Und jetzt setzt er Gohan ein. Gohan beherrscht mittlerweile Masenko, aber wenn wir jetzt eine gezielte Galligan feuern, sollten wir ihn gut zusetzen können. Yes. Oh, er benutzt Scarf. Okay, interessant. Und wir schleudern ihn einfach nochmal richtig die Galligan ins Gesicht. Zack. Ach ja, kennt ihr auch noch aus der roten Edition von Pokémon? Also wir besiegen jetzt erstmal diesen Cheat, wo man mit dem Kerl, der dir beibringt, wie man Pokémon fängt, spricht und danach auf die Zinnoberrot-Insel fliegt. Ist das die? Also da, wo man den Feuerorden macht, dann an der Seite schwimmt, dann kommt Missing No, Missing Number halt und alles. Also, ach Gott, Pokémon Rot und so. Die alten Pokémon-Teile, echt meine Favoriten, wirklich. Rivale Neptun. Oh, you just lucked out. Du hattest einfach nur Glück. Tja, weißt du, Glück gehört auch zum Kämpfen. Ah ja, die heißt die Drachenliga, okay, krass. Wer weiß, wer ist, wer wohl alles die Trainer in der Drachenliga dann sind. Denn die paar Charaktere sind ja verändert. Wer würde dann wohl der Trainer in der Drachenliga sein? Weil die Kämpfer an sich, die kann man jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber vielleicht doch. Ich weiß es nicht. So. Erstmal kurz unseren Vegeta heilen. Das Ding ist, wir können jetzt hier nicht ewig grinden. Wir brauchen auch irgendwann unseren ersten Orden, würde ich sagen, ne? Und sollten auch mal uns jemand anders besorgen, den wir auch noch ein bisschen stärker machen, dass wir ein gutes Team irgendwann mal haben. Also auf jeden Fall, ich denke, dass unser nächstes Teammitglied Piccolo wird, wenn ich weiß, wo ich ihn bekomme. Dann habe ich auch Bock drauf. Natürlich kann man auch irgendwann mal sagen, man möchte ein reines Evil-Team. Dazu könnte man ja Vegeta am Anfang auch ganz gut zählen. Oder dass man halt später Vegeta austauscht. Wer bist denn du eigentlich? Oh, dieses Skim ist immer verschlossen. Ich frage mich, wer der Leader ist. Ich glaube, ich weiß es sogar schon. Aber das erfahrt ihr erst später. Was ich auch sehr cool finde, wie es hier verändert worden ist. Also der Modder ist echt cool. Okay, hier ist ein Baum. Hier müsste eigentlich Gras sein. Gehen wir jetzt noch in den Wald oder beenden wir hier die Folge? Wir reden noch kurz. Cybermen sind vielleicht klein, aber unterschätze nicht ihr Gift. Hast du bereits einen? Nö. Gehst du in den nördlichen Wald? Es ist ein natürliches Labyrinth da drin. Sei vorsichtig, dass du nicht verloren gehst. Okay, okay, bin ich. Und zwar in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folgen strecken werde. So lange, wie ich Bock habe wahrscheinlich. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir in die Kommentare, welche Dragon Ball Z-Charaktere ihr gerne hättet für dieses Team. Was ihr sehen wollt allgemein. Und ich hoffe, es heißt nächstes Mal bei, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Und ich hoffe, der untere Rand stört euch nicht.